So, ich grüße euch. Wir sind jetzt ganz kurz vor Weihnachten und wie versprochen, unser neues Tarp ist jetzt da. Ihr habt schon drauf gewartet, wir haben euch ja schon ein bisschen angeteasert zum Tarp auf Facebook und in den Foren. Hatten wir ja schon ein paar Fotos von den Tests gezeigt. Ist jetzt da. Es ist im Großen und Ganzen unser kleines Fernspieltarp, identisch mit dem Pocket Tarp. Ist allerdings nicht Silnylon, es ist PU-beschichtetes 70D Nylon. Es ist in Pencott Green Zone und es ist das Material in den USA hergestellt. Und das Tarp selbst ist komplett made in Germany. Das Good Bond ist made in Germany. Selbst die verwendeten Fäden sind made in Germany. Und das resultiert natürlich auch in einem etwas höheren Preis von 90 Euro für das Tarp. Das Material ist infrarotsicher, das ist eben wirklich für den militärischen Bereich gemacht. Aber wir haben uns jetzt auch nicht auf dem Pocket Tarp ausgeruht, sondern noch ein paar kleine Sonderfeatures drin. Und zwar zum einen haben wir, lass mal hier mal zeigen, kleine Taschen am Rand. Mit denen kann man was sehr Lustiges mit dem Tarp bauen. Und das würde ich euch jetzt ganz gern zeigen und natürlich auch die anderen Aufbauvarianten. Und da nehme ich euch jetzt mal dazu mit. Also, wir sehen uns gleich. Ja, wir haben jetzt hier das klassische Lean-To aufgebaut mit zwei Erdnägeln unten fixiert, oben direkt mit Elastikkord am Baum fixiert. Das ist so der Klassiker, reicht für eine Person, reicht völlig aus, wenn es wieder aus der Richtung kommt oder wenn Regen tatsächlich gerade von oben kommt. Ist auch ideal, wenn man davor ein Lagerfeuer machen will, eben Wärme- oder Kochfeuer. Und ist einfach die beste Platzausnutzung, wie man das Tarp auf die normale Art aufbauen kann. Wir haben jetzt allerdings bei dem Tarp, wie gesagt, diese kleinen Taschen in den Ecken. Und da gibt es noch eine weitere Aufbauform, neben dem typischen A-Frame oder ähnlichem, was man natürlich auch damit machen kann. Und diese Aufbauform, es braucht jetzt ein bisschen Vorbereitung, ein paar Minuten, das zeigt man euch gleich. Ja, und hier haben wir das Material, mit dem wir jetzt gleich weiterbauen werden. So, hier haben wir Phase 2. Das Gestänge ist zusammengesteckt und wird jetzt dann gleich umgedreht. Ja, was wir jetzt hier haben, ist das Ergebnis unseres kleinen Bastelprojekts. Sieht jetzt ein bisschen aus wie ein umgedrehter Maxi-Regenschirm, aber Ganze jetzt mal richtig rumdrehen. Dann haben wir hier einen schönen Shelter mit guter Platzausnutzung. Man kann ihn hier eben auf dieser Seite gegen zwei Bäume lehnen, gegen eine Felswand lehnen oder ähnliches oder ganz einfach einen Laufstab drunter stellen oder einfach ganz normal einen Stecken, den man sich gesucht hat. Und der Vorteil ist einfach, wenn das Wetter richtig mies ist, wenn sich der Wind gedreht hat, wenn das Wetter von allen Seiten kommt, dann nimmt man diese Stütze einfach weg, lässt das Ganze runter. Man hat immer noch mehr Bewegungsfreiheit als mit einem Biwaksack, wo man selbst wenn man die Ausrüstung oder die Bekleidung da reinzieht, muss man irgendwo immer körpernah sich bewegen und sieht auch nicht so genau, was man mit seiner Ausrüstung macht. Mit der Version kann ich unten drunter völlig geschützt ganz normal mit meiner Ausrüstung arbeiten, kann an eine Verpflegung rankommen, kann Ausrüstung notfalls sogar reparieren oder ich kann mich umziehen, ich kann in die Nässeschutzkleidung schlüpfen, ich kann ganz normal in den Schlafsack, ohne irgendwie aufpassen zu müssen, dass ich dabei irgendwie aus dem Tarp rauskomme oder ähnliches. Also ich bin wirklich gut geschützt und wenn es Mist wieder vorbei ist, ja, dann bocke ich das Ganze einfach wieder auf und habe ich volle Bewegungsfreiheit. Also mehr Zeltkomfort nur mit einem Tarp ist tatsächlich mit dem Packmaß wirklich schwer zu machen. Wir müssen natürlich auch dazu sagen, die Zeltstangen müssen extra gekauft werden, die sind natürlich nicht beim Set dabei. Man kann das Ganze aber auch zum Beispiel mit Weidenästen oder ähnlichem improvisieren und hat natürlich auch alle Optionen offen. Man kann das Ganze natürlich auch so aufbauen und dann eben auch sagen, okay, Mistwetter kommt, ich nehme hier meine Stütze weg. Dann geht das Ganze wieder zu und ich bin wieder geschützt. Ja, das wäre jetzt die Standardvariante und natürlich, ich meine,
Wir haben hier einen Tarp, das ist infrarotsicher, das ist nach US-Militärstandards gefertigt, ist mit TL gemäßen Gurtband und Fäden vernäht. Also das Tarp bietet sich natürlich auch für den militärischen Einsatz an. Bei einem Tarp, das 90 Euro und mehr kostet, ist das eben auch ein Punkt, wo man sagt, im professionellen Einsatz muss das auch taugen. Und dafür haben wir noch eine andere Kleinigkeit vorbereitet, wo man es eben auch benutzen kann. Ja, da sind wir wieder. Wir haben uns jetzt hier einen kleinen Unterstand gesucht. Der ist jetzt also direkt in den Boden gegraben. Das ist ein Überbleibsel von einem US Reforger Manöver vor gut 15-20 Jahren. Und wir haben das Tarp einfach so, wie es oben stand, quasi eingepackt, mitgenommen und hier wieder aufgestellt. Man hat super Kopffreiheit jetzt in diesem Shelter und man ist gut geschützt. Man hat trotzdem noch ein sehr flaches Profil und das Ganze ist auch wirklich stabil. Und trotzdem, wenn es jetzt sein sollte, dass ich schnell weg muss, dann ist das kein Problem. Ich greife einfach drunter, ziehe die Stangen raus. Die erste Stange. Nehme ich mir die zweite. Und zum Schluss schnappe ich mir meinen Tarp. Und bin mit meinem ganzen Shelter weg, ohne was zurückzulassen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Und wenn ich 200 Meter weiter denke, na gut, dann bleibe ich hier. Habe ich in 2-3 Minuten meinen Shelter wieder aufgebaut. Ja, das ist das kleine Extra-Feature von unserem Pocket Tarp. Wir haben uns dabei schon wirklich ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Und wir haben Gott sei Dank einen super Partner in Deutschland, mit dem wir das realisieren konnten. Und ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen. Habt ein paar Sachen gesehen, die euch interessiert haben. Wenn ihr jetzt das Video eben anschaut, dann ist das Tarp auch schon bei uns im Shop. Ihr könnt es dann eben auch bestellen. Die ganzen Details sind unten in der Videobeschreibung. Wir werden uns jetzt dieses Jahr voraussichtlich, naja, was heißt voraussichtlich, bin ich mir jetzt sicher, nicht mehr sehen. Ich danke euch auch für dieses Jahr, dass ihr da mit dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute fürs nächste Jahr. Ein schönes Fest im Kreis eurer Lieben. Ich verabschiede mich jetzt für dieses Jahr. Macht's gut, wir sehen uns nächstes Jahr.